So, wir rüsten aus. Beherrschung, Tiere kontrollieren. Verschiedene Wegebereiche, unterschiedliche Herangehensweisen an deine Mission ermöglichen. Halte Ausschau nach Vorspringen, Rattentunneln, Wasserpassagen und Verstecken. Okay. Oh, yes. Ja, dann wollen wir mal. Jetzt sind wir also eine Ratte. Da hinten ist der Kunsthändler, okay. Okay, das war's also. Bin ich denn nur gelandet hier? Ach, jetzt bin ich die Ratte wieder. Ach, wenn ich die Ratte verlasse, bin ich nicht mehr die Ratte. Oh, yes. So, das heißt, wir können hier wunderbar durch die Gegend eiern und gucken. Und schon sind wir wieder ein Mensch. Kann man mal sehen. Ich denke, wenn ich jetzt hier immer noch eine Ratte finde, wäre das klasse. Ne, die haben es hinter sich. Da unten sehe ich aber auch nirgendwo eine. Da mit einer Ratte vielleicht rein, das könnte funktionieren. Upsi. Ich finde dich schon. Da bin ich. Zieht auf die Beine. Wer kommt uns nicht gegen? Feuer. Dreckskerl. Oder der, da ist er. Den habe ich gesucht hier. Den haben wir und den haben wir auch. Meinst du? Ich glaub da nicht dran. Ja. Nehmen wir mal die Beute mit hier. Und beschwören gleich nochmal ein paar Ratten. Die sich dann erstmal um die Leichen kümmern können hier, damit da hier keiner mehr zu finden ist. Golden Cat. Da gehen wir doch jetzt mal hinein. Das ist schon besser. Nicht so aufregend. Nein, nein! Bitte! Hilfe! Verdammt! Verdammt. Ja, ich nehme mal den mit hier. Das war sehr schön. Beute nehmen wir mit. Und jetzt rüsten wir mal. Ja, wenn wir nichts anderes haben, nehmen wir die Betäubungsbolzen. Ich würde sagen, wir spielen mal einfach hier wilde Sau und, ne? Oh, die sind aber ganz schön. Also. Knochenartefakt in der Nähe. Gucken wir doch mal. Okay. Da oben ist eine Rune, die möchte ich eigentlich schon fast haben. Teleportieren müssen wir da bestimmt. Weiß ich nicht was, ist das in diesem Lüftungsschacht oder wie komme ich da jetzt hin? Lass mich gucken. Da, die ist hinter der Wand.
komme ich da denn jetzt hin? Hier komme ich rein. Da ist die Rune. Sehr schön. 2 von 5 Runen habe ich jetzt also gefunden. Gut, dann rüsten wir uns wieder aus. Kann man da? Ne, man kann anscheinend nicht. Nein, da kann man drauf rumhauen, was man möchte. Gästebuch, was haben wir denn hier so? Lord Morgan Pendleton mit Luana im Dampfraum im Keller. Mr. Bunting mit Betty im silbernen Zimmer, 1. Stock. Aha, Lord Custis Pendleton mit Violetta im goldenen Zimmer, 2. Stock. Gehen wir erstmal in den Keller. VIP-Exit. Die machen wir mal zu, damit hier keiner entkommen kann, vielleicht zufällig. Wo ist denn hier der Dampfraum im Keller? Ich bin doch hier im Keller, oder bin ich hier falsch? Noch ein Artefakt in der Nähe, rüste das Herz aus. Die Pendletons sind wieder hier. Reich und größtenteils sauber. Was will man mehr? Morgen ist unten im Dampfbad mit Lulia. Hast es ist mit Violetta oben im goldenen Zimmer. Bleibt nur noch Bunting übrig. Oh nein, nicht heute Abend. Der ist verrückt. Und ich muss diese Sache mit ihm machen. Oh. Der ist nicht der Schlimmste. Und er hat die Augen verbunden. Er passt in seine Elektroschocks und verschwinde. Du musst ihn nicht einmal anfassen. Elektroschocks. Oha. Steam Room, da geht's hier also hoch. Okay. Dann muss ich wieder in den Keller runter? Das ist ja auch mal merkwürdig. Ich muss erst hoch, um dann runterzukommen. Okay, die pennt. Beute nehmen. Generalschlüssel, das ist schon mal sehr schön. Was haben wir denn hier? Ich weiß, die Betten werden knapp, aber ich brauche ein Zimmer für das Kind. Sie ist wichtiger, als ihr euch vorstellen könnt, und sie ist schon einmal geflohen durch den VIP-Eingang. Deswegen beschloss ich, den Generalschlüssel an mich zu nehmen. Wir müssen uns um das Mädchen kümmern, auch wenn sie ein freche Göre ist. Und ich will sie in ihrem eigenen Zimmer sehen. Okay. Das nehmen wir mit. Gästebuch. Ja, das hatten wir schon. Warum der das zweimal ausfüllt, also ich weiß ja nicht. Hier geht's also anscheinend in den Dampfraum. Alles ruhig. Wo ist Morgan hin? Unten im Keller. Dampfraum. Dort, wo er immer ist. Wir sind Zwillinge. Kannst du sie so auseinanderhalten? So mache ich das. Die Mädchen haben wohl andere Methoden. Ah, davon will ich nichts hören. Wo ist die andere Sau? Da ist die andere Sau. Ups, der hat mich. Hast jemanden zur Witwe gemacht, verdammter Hund. Ja, du auch. Komm her, du Hund. Man macht immer gar nicht so viel sagen in dem Spiel. Das ist die Unterhaltung von den anderen NPCs, die finde ich immer umso schöner, muss ich sagen. Liegt hier denn? Das habe ich doch eben noch nicht gesehen. Was man hier nicht immer so ruckeln würde nach dem neuen Laden des Spielstandes. Dort, wo er immer ist. Sie sind Zwillinge. Kannst du sie so auseinanderhalten? So mache ich das. Die Mädchen so, da kommen wir also durch. Ah, davon will ich nichts.
weiter. Okay. Jetzt sind wir also hier. Tochter von Tyvia. Auszug aus einem Bühnenstück. Die junge Lady Amelia im Garten hinter dem Haus. Herzogin, ich kenne die Welt hinter den Mauern dieses Gartens nicht, aber verwechseln Sie meine Unerfahrenheit nicht mit Angst oder mangelndem Verlangen. Wenn ich Sie gemieden habe, dann wegen der Warnung, die Ihren Namen innewohnt. Herzogin Kali, eine Rose zu sich ziehend und den Geruch einatmend. Und welche Warnung ist das, meine liebe Amelia? Die junge Lady Amelia mit dem Rücken zur Herzogin. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Die Geschichten Ihres Vaters sind noch immer Gesprächsstoff in den Schankstuben. Herzogin Kali nahm Amelia nah an Amelia herantretend. Knoten in der Zunge. Und finden Sie diese Geschichten aufregend? Sagen Sie mir, Mädchen. Ich bin eine Freundin. Die junge Lady Amelia zögernd. Herzogin Kali, ja. Ich gebe zu, das finde ich. In meiner Jugend verbarg ich ein Exemplar der Erzählung von Prinz Kalisar. Ich las sie bis spät in die Nacht. Herzogin Kali, Amelia ins Ohr flüsternd, das tat auch ich. Die junge Lady Amelia in sich in ihrem Arm und zurücklehnt, aber er war doch ihr Vater. Herzogin Kali, Amelias, halt, Liebekosen, das sind nur Geschichten, Amelia, die die Fantasie anfachen. Jetzt wird's langsam merkwürdig. Die junge Lady Amelia tief einatmen. Herzogin, können Sie mich zu küssen lehren? Herzogin Kali leise gurrend. Ja, das kann ich, aber haben Sie nie jemand anderes geküsst? Meine Güte. Abiri, ein Rosengegner, tritt stotternd hinter den Hecken hervor. Meine Ladies, ich schwöre Ihnen, ich wollte nicht herumspionieren. Vergeben Sie mir, aber ich stutzte die Hecke und konnte nicht den richtigen Augenblick finden, um Sie zu unterbrechen. Herzogin Kali eine Hand ausstreckend. Wir vergeben Ihnen, aber zur Sprache befehle ich Ihnen zu bleiben und näher zu kommen. Die junge Lady Amelia geschockt, die Stirn vor Ärger gerunzelt. Aber er ist ein Diener, Herzogin. Herzogin Kali, Amelia und Abiri näher an sich heranziehend. Und er wird uns dienen, junge Amelia. Es ist ja... Ich muss irgendwie ins Dampfbad war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Die Maus nervt hier irgendwie, das ist... Mist, das ist nichts geworden. Machen wir das so. Hallo Ratten, könnt ihr mal was tun? Machen wir das so. So, und jetzt Ratten, tut mal was hier. Nehmen wir mal die Beute mit. Ups. Da hinten muss irgendwo der Kunsthändler sein. Da ist der Dampfraum irgendwo. Also das mit der Maus, das nervt mich tierisch, dass sie immer anfängt zu ruckeln. Was das jetzt war, sollte, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, da ist also nichts groß los. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier zum Dampfraum? Goldenes Zimmer, Dampfraum, 19 Meter. Ja, so viel dann dazu. Also wenn ich eine Rune wäre, ich wäre hier irgendwo, das weiß ich jetzt schon. 13 Meter bis zur Rune, das ist ja mal... Oh, hier, guck mal, das nehmen wir auch mal mit. Aristokrat und eine Kurtisane, beide bewusstlos. Kann ja mal... So, bringen wir erstmal den Müll raus. Und tschüss. Ja, doch. So, und dich, ne, dich kriegen wir hier nicht weg. Ich wollte dich jetzt eigentlich mal wieder richtig hinlegen, aber... So, da ist der Golden Room, Silver Room, Steam Room. Der geht hier also lang.